Hallo und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video auf diesem Kanal. Ich spiele nämlich leidenschaftlich gerne Kartenspiele. Und vor einigen Jahren hat mir ein Kumpel erzählt, dass er mit einem Team von Entwicklern zusammen ein Kartenspiel entwickelt. Es heißt Hugon. Ich sage es wahrscheinlich auch noch in Zukunft des Videos, weil ich euch gleich etwas von diesem Game zeige. Es gab nämlich ein kleines Turnier. Der Versuch ist es jetzt, dieses Turnier wieder aufleben zu lassen. Einmal im Monat gibt es ein Community-Turnier von diesem Spiel. Geht einfach mal auf den Link in der Videobeschreibung. Das ist einmal die Homepage von dem Game und einmal der Discord-Server. Der ist nämlich ganz wichtig. Wenn ihr dieses Spiel spielen wollt, braucht ihr einen Key, den ihr auf Steam aktiviert. Und den Key bekommt ihr, wenn ihr auf den Discord-Server kommt und danach fragt. Mal dauert es ein paar Stunden, dann schickt euch ein Developer ein Key zu. Manchmal dauert es halt auch ein, zwei Tage, aber die sind eigentlich ganz fix und schauen in ihren eigenen Discord-Server regelmäßig rein. Also, wenn ihr das Spiel und das, was ihr seht, nice findet, dann schaut es euch an. Ich möchte da auch jetzt kein Geheimnis drum machen, um das Deck, was ich in diesem Turnier gespielt habe. Deswegen wollte ich das nochmal ganz kurz zeigen. Also, ihr werdet gleich die Matches sehen, die ich gezockt habe. Ich habe immer das gleiche Deck gespielt. Das ist das Deck. Ich will das jetzt nicht groß durchquatschen, sondern euch nur kurz zeigen. Wichtig sind die Befestigungen. Was das alles ist, seht ihr gleich in den Videos. Ich habe so ein bisschen versucht, während des Zockens, während des Turniers, was zu erklären. Ich habe ganz nebenbei an dem Turnier gewonnen, was mich natürlich sehr freut. Nur, dass ihr wisst, das sind die Befestigungen. Das Falchritual habe ich drin und den Demheilige Grenzwall. Und hier ist mein Held ist Sandaris. Und hier seht ihr dann noch die Liste von den Karten, die in meinem Deck sind. Könnt ihr pausieren, könnt ihr euch selbst in euer Deck packen, wenn ihr denn exakt dieses Deck spielen wollt. Noch zwei kleine Worte vorweg, dann geht es auch schon mit den Games los. Wenn ihr selbst spielen wollt, müsst ihr euch mit einem Kumpel verabreden im besten Fall und spielt dann gegeneinander. Könnt ihr dafür ein Custom Game aufmachen oder im Duell einfach suchen. Wenn ihr auf Duell drückt und ihr habt euch mit niemandem verabredet, werdet ihr nach 2 Minuten Wartezeit gegen die KI gematcht. Also gegen eine KI, die dann einfach irgendein zufälliges Deck spielt und gegen euch zockt. Ein menschlicher Spieler ist natürlich immer besser, aber wenn ihr das Spiel nur mal testen wollt, wollt Duell 2 Minuten warten. Ich zeige euch das nochmal, falls ihr das spielen wollt. Hier spielen, Duell. Ihr wählt euer Deck aus, spielen und jetzt muss ich 2 Minuten warten. So, und dann kommt ein KI-Gegner. Oder ihr habt einen Freund, verabredet euch. Oder ihr schreibt in Discord, ob jemand gerade Zeit und Lust hat. Oder ihr schreibt mir im Discord direkt. Am besten schreibt ihr einfach in den deutschen oder englischen Chat und fragt, hat jemand Bock? Es findet sich bestimmt jemand, ja? Also, viel Spaß jetzt mit meinen Games. Ich gehe 3-1 aus der Vorrunde und im Finale wird es nochmal richtig sahnig. Also, viel Spaß und danke fürs Zusehen schon mal. Denn ich werde mich am Ende nicht nochmal verabschieden. Ich habe die Games konstant aneinander geschnitten. Bleibt gesund und viel Spaß jetzt. Hallöchen, ich habe zwar keine Ahnung, ob meine Aufnahme richtig läuft, aber wir versuchen das mal. Gerade zocke ich Hugon. Nice Game. Könnt ihr im Videobeschreibung ist ein Link. Da könnt ihr in den Discord-Server kommen und nach einem Key fragen und könnt es kostenlos auf Steam spielen. Es wird aber bald auch irgendwann released. Ist ein unfinished Game, aber trotzdem ein nices Game und wir haben gerade ein kleines Turnier und ich dachte, ich nehme das einfach auf. Ich kann jetzt nicht von null auf alles erklären, aber Hugon hat einen YouTube-Kanal. Auch der wird in der Videobeschreibung verlinkt sein. Da habe ich sogar mal Videos für gemacht für den Kanal. Da könnt ihr so ein bisschen euch Gameplay und so die Basics, denke ich, mal anschauen. Okay, ich muss jetzt auf den Gegner reagieren. Ich spiele die Zari, ein Volk, also zumindest mein Deck ist sehr reaktiv und deswegen versuche ich da jetzt mal den Gegner hier aus der Reserve zu locken. Ich muss aber noch gucken, wie wir das machen. Genau, ich glaube, dass der gar nicht so schlecht wäre. Oder das hier. Dann bin ich auch wieder sehr anfällig. Eigentlich möchte ich die nämlich nicht weggeben, meine Kreaturen. Die sind eigentlich gar nicht so schlecht. Genau, aber ich darf ihm eigentlich auch diese Befestigung, nennt man das Teil. Die Waffenschmiede ist eine Befestigung. Ich habe auch hier ein Demahe Grenzwall und hier eine Befestigung, die noch nicht aktiviert wurde. Und eigentlich möchte ich auf den Gegner immer reagieren, aber da er gerade nichts macht, muss ich leider das hier spielen, damit meine Hand nicht zu voll wird. Ich habe zwar noch 15 Karten im Deck, aber irgendwann hat man zu viele Handkarten. Und kann einfach nicht viel machen. Das Falchritual hätte ich an der Stelle aktivieren können. Das kostet hier 3 Spirit, das ist dieses grüne. Und links in der Ecke steht immer das Level. Hier ist das Spielerlevel. Ihr bekommt auf dieser aktuellen Spielversion, auf dem offiziellen Release wird es nicht mehr so sein. Aber ihr bekommt in jedem Zug eine Erfahrung dazu und immer dann, wenn ihr Schaden bekommt. Jetzt haben wir gerade hier, die Feuerechse hat uns eine Kreatur zerstört. Ich habe einen Schaden bekommen, deswegen habe ich ein XP bekommen. Und wenn ich wieder 5 habe, bin ich auf Level 3.
Level 4 ist hierbei das höchste Level. Wie ihr seht, habe ich hier zwei Level 4 Karten auf der Hand. Die kann ich also noch lange, lange nicht spielen. So, und jetzt wird es interessant, denn er hat hier einen Gladiatorenring des Seth. Und da müssen wir was gegen unternehmen. Das ist nun wirklich keine Karte, die lange leben darf. Genau, der Seelensammler ist auch eine nicht so schlechte Karte, leider. Gut, wir fangen damit an und verstummen den Seelensammler. Jetzt hat er seinen Effekt nämlich nicht mehr. Das ist schon mal ganz gut. Nebenbei sammeln die Zari Planung. Jede gespielte Karte, und hier kriege ich sowieso noch eine gratis, gibt uns Planung. Wir sind also gerade bei 2. Das ist für Kombos sehr, sehr wichtig. Deswegen muss ich das im Kopf mal mitrechnen. Wir sind leider erst bei 2. Es ist echt kacke. 2 ist zu wenig. Aber hiermit kommen wir auf... Entweder mit der Beschwörungsformel... Ja. Hiermit kommen wir auf 3. Und weil wir dann gleich noch eine Karte ins Spiel bringen, kommen wir auf 4. So. 3. Und dann geben wir Drachenschild. Dann ist der einmal, kann der nicht verwundet werden. 4. Und dann zeigt uns der Zug auch schon an. Bitte mach ein bisschen schneller. Dann spielen wir nämlich noch aus. Ziehen noch ordentlich Karten nach. Und töten hier nochmal eine Kreatur. Okay, es war jetzt kein so guter Zug, weil wir tatsächlich gerade, ich habe eine nicht so gute Hand. Da habe ich so viele Handkarten und nur so wenig Karten im Deck nur noch quasi und trotzdem einfach gar nicht das, was ich brauche. Mein Problem, ich weiß, was für ein Deck er spielt. Auf Level 4 wird er unglaublich stark. Da habe ich dann nicht mehr so viel zu sagen und leider, leider habe ich ihm noch nicht so viel Schaden gemacht. Genau, jetzt kommt diese Karte, die macht allen 5 Schaden, auch ihm selbst, aber mir halt viel mehr. Und damit hat er gerade richtig ordentlich Erfahrung abgesandt und ist dann kurz vor Level 4, wie ihr seht. Da oben ist ja seine Levelanzeige, die ist bald voll. Genau, dann ist er noch hier ein bisschen auf meine Befestigung gegangen. Jetzt habe ich mich übrigens überzogen, ich habe gerade die Karte leider nicht angeguckt, aber genau, ich habe einfach eine Karte gezogen und konnte sie nicht mehr ziehen. Jetzt bin ich schon bei 3 Planung. 3 Planung ist eigentlich so eine gute Zahl für mich. Dann können wir nämlich mal die erste kleine Kombo machen. Wir sind auf 4 Planung aktuell. Könnten noch irgendwas spielen, damit wir nochmal mehr machen. Ja. Und wie gesagt, ich muss gerade ein bisschen Druck machen. So, und damit sollten jetzt theoretisch alle Kreaturen bei ihm sterben. Ja, denn das sagt, alle Planungen, die wir haben, machen wir Schaden. Und das war jetzt ein ziemlich guter Zug für uns. Ihr werdet gleich sehen, was er wahrscheinlich alles ausspielt. Das wird mich nochmal in eine Bedrohung bringen. Aber ich bin gerade in einer relativ guten Position. Er hat wieder die Möglichkeit, mein ganzes Spielfeld mit nur einem Zauber zu beseitigen. Das ist nicht so gut. Aber ich muss erstmal gucken, was da jetzt kommt. Genau, dieses Erdbeben ist genau die Karte, die mich komplett countert. Weil 5 Schaden an jede Kreatur ist sehr viel. Und in dem Fall mein ganzes Feld. Ich muss also nochmal dafür sorgen, dass ich sein Feld aufräume, weil diese Zahn an der Klinge, das ist der Schaden, der mir direkt gemacht wird. Also ist ganz wichtig, dass wir da nicht bekommen. Okay, 2 Planung. Wir kämen auf 3, 4, 5. 5 wäre gut. 5 wäre gar nicht so schlecht. Dann machen wir das mal. Also, hier möchte ich Wucht und Ansturm haben. Wucht und Ansturm bekommen. Da möchte ich immer ein Drachenschild bekommen. Und dann haben wir hier noch einen Sandsturm. Der nutzt auch meine Planung. Und räumt bei dem Gegner mal so ein bisschen auf. So, wie viel Planung hatten wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, dass ich gerade 6 Planung habe. Wäre blöd, wenn nicht. Dann habe ich nämlich falsch gespielt. Ja, ich habe alles richtig gemacht. Wunderbar. Weil, wenn er jetzt noch ein Leben gehabt hätte, wäre mir das gar nicht zugute gekommen. Ich muss hier den Druck irgendwie aufrechterhalten. Und mal gucken, ob wir das schaffen. Oh, das sind wieder sehr starke Karten. Und damit haben wir gewonnen. 3 und vorbei. Nice. Nice. So, Rugon-Turnier, zweites Match. Gegen was spielen wir? Gegen Tarnarish, alles klar. Was möchte ich? Jetzt haben wir auch mal die Starthand. Also, die Karte, die wir haben, denn die ruft uns diese linke Karte, Fümchen. Fümchen wollen wir demnach nicht auf der Starthand haben. Das ist ganz nice, um da ordentlich was später reinzubrettern. Brauchen wir aber am Anfang nicht, deswegen tauschen wir die mal aus. Vielleicht kriegen wir was Besseres für unser Early Game.
Ja, es ist in Ordnung. Gut. Im ersten Zug mache ich immer überhaupt nichts, denn ich spiele ein reaktives Deck. Ich warte darauf, dass mein Gegner etwas spielt. Versuche darauf entsprechend zu reagieren und bin gar nicht so der Offensivgebende. Den Grenzwald, den spiele ich aber, sofern der Gegner nicht schon irgendwann was hat, um den zu zerstören. Den benutzt ihr, sobald ihr zwei Spirit habt, denn ab dem Zeitpunkt ist eure Planung einfach um einen erhöht. Mit 10 Leben ist er auch relativ lange da. Der Gegner hat jetzt ja gerade auch keine Kreaturen auf dem Feld, die den jetzt angreifen könnten. Ich fühle mich also relativ sicher, das einfach mal zu benutzen. Und bei Zari, ihr habt nichts Visuelles. Ihr müsst euch eure Planung merken oder sie euch vielleicht auf ein Blatt Papier schreiben, wenn ihr jetzt einen ganz großen Kombozug vorhabt. Und bei großen Kombozügen ist wichtig, nach 90 Sekunden ist die Zeit vorbei. Also ihr müsst auch an die Zeit achten. So, was macht ihr denn? Zieht pro selbstgespielten Zauber einen Zauber. Den wollen wir auf jeden Fall loswerden. Wir wollen ihn nämlich nicht Zauber ziehen lassen. Das wäre richtig mies für uns. Deswegen ist der Grenzjäger ganz nice. Der bringt das Förmchen mit. Der Förmchen hat Ansturm, kann in dem Zug angreifen. Normalerweise kann eine Kreatur das nicht direkt, wenn man sie spielt. Mein Problem ist natürlich, jetzt habe ich eine recht gute Karte draußen, denn zwei gespielte Karten sind zwei Planungen. Die möchte ich natürlich prinzipiell auf dem Feld haben. Jetzt habe ich die nicht auf dem Feld. Ja? Jetzt wird er die nämlich zerstören. Genau, fügt 3 Schaden zu. Damit. Und jetzt ist mein Förmchen eingefroren. Das bedeutet, jeder kleinste Schaden reicht, um dieses Förmchen zu zerstören. Es hat nur ein Leben. Dieser rote ist Ausdauer, das ist ein Leben. Das ist also egal. Aber wenn das Ding jetzt 10 Leben hätte und würde nur einen einzigen Schaden bekommen, dann würde das schon ausreichen. Ich möchte in dem Fall tatsächlich hier diesen Trade machen. Seine Karte ist deutlich besser als mein Förmchen mit nur einem Leben. Das hätte zwar auch 2 Wucht gehabt, um da 2 Schaden direkt zu machen. War aber für mich so die bessere Entscheidung. Und dann spiele ich tatsächlich nochmal den Grenzjäger, benutze mein Falschritual. Das sagt, am Ende des Zuges mache ich Schaden an Gegnern in Höhe meiner Planung. Und ich habe 2 Karten gespielt, eine Planung durch meine Befestigung. Also stirbt diese Kreatur, ohne dass ich die Kreatur angreifen muss. So konnte mein Förmchen den Schaden direkt machen und die Kreatur des Gegners ist weg. Zusätzlich stirbt eine Kreatur, verliert man ein Leben. Also es ist auch immer gut, gegnerische Kreaturen zu töten, denn dann verliert der Gegner auch Leben. Und wie ihr seht, der Gegner baut jetzt hier ordentlich Befestigungen auf. Einmal. Okay, wenn er Spirit, also wenn er Zauber spielt, dieses Grüne hier sind Spirit, dafür kann man Zauber spielen oder Karten unterstützen, dann kriege ich da auch nochmal Schaden, was sehr unangenehm ist. Also im Endeffekt das, was ich mit Planung mache, Schaden verteilen, macht er jetzt mit Spirit und ich sage euch, dieses Deck hat ordentlich Spirit. Zum Beispiel hier 2 mehr. Ja, also das ist jetzt gerade sehr unangenehm für mich. Reduziert diese Runde Spirit-Kosten um 1. Okay, und dann gibt er hier, bufft er noch mit seiner Karte, dann wird die noch stärker. Und jetzt hat er 20 Ausdauer. Was? Das ist stark. 20 Ausdauer heißt, diese Karte lebt jetzt leider sehr, sehr lange, weil 20 Ausdauer kriege ich so schnell nicht weggeräumt. Gut. Genau, jetzt muss ich natürlich irgendwie was finden. Was kann ich dagegen machen? Ich spiele als allererstes einen Nachtschatten. Der sucht mir nämlich eine Karte aus dem Deck. Vielleicht ist ja was Schönes dabei. Ich nehme, glaube ich, direkt noch einen Nachtschatten. Denn der würde mir nochmal eine schöne Karte aus dem Deck suchen. Ich habe gerade 2 Planungen. Das muss ich im Hinterkopf behalten. 3. Ah, zerstört eine Kreatur. Ja, perfekt. Dann überlege ich gar nicht lang. Ich zerstöre diese Kreatur einfach instant. Da muss ich gar nicht überlegen. So, das war dann 4. Ne, wir haben ja 1, 2, 3 und der Spell sind 4. Und dann gibt mir dies, wenn ich spiele, wenn ich 4 Planungen habe, kriegt der Gegner Schaden und meine Karten werden stärker. Und ich denke, dass ich dann da auf jeden Fall dafür sorgen möchte, dass er weniger Spirit hat. Seine Kreaturen kriege ich ohnehin noch tot. Durch das Falschritual wird jetzt ja wieder Schaden verteilt und dadurch sterben seine gesamten Kreaturen. Und das sind wieder 3 direkte Schaden, weil 3 Kreaturen gestorben sind. Also ich habe wieder komplett das Feld aufräumen können. Zusätzlich eine für mich sehr schwierige Befestigung zerstört. Und ja, der hier ist immer noch schwierig. Zufälliger Feind nimmt am Ende eures Zuges Schaden in Höhe eures genutzten Spirits. Das ist stark. Genau, jetzt kriege ich schon mal 3 Schaden. Irgendeiner von mir kriegt 3 Schaden mindestens. Und er zieht 3 Karten nach. Das ist in Ordnung. Was natürlich interessant ist, dieses Artwork von dieser Befestigung, das war mal ein April-Scherz. Deswegen, ja. Gut, wir sind wie in jedem Zug wieder bei einer Planung, dank unserer Befestigung, die aktiv ist.
Ich könnte mir tatsächlich überlegen, mein Firmchen aufzuopfern, um hier, oder ich opfere einfach andere Kreaturen. Also mein Nachtschatten zum Beispiel, den brauche ich gerade nicht. Dafür hat er eine Karte gezogen, das ist in Ordnung. Denn der Typ, den er da hatte, sagt, wenn du eine Kreatur verlierst, ziehst du dafür eine Karte. Und ich möchte tatsächlich, ja, auch wenn das dumm erscheint, auch den Sandaris noch töten. Das Firmchen greift direkt an. Jetzt habe ich nämlich Level 3 erreicht. Auf Level 3 kann ich nochmal mehr, viel mehr machen. Ich kann jetzt einfach stärkere Karten spielen, deswegen ist das gar nicht so schlecht. Der hat einfach Ansturm, weil ich noch nicht 3 Planungen erreicht hatte. Ich hatte ja nur eine einzige Karte bisher gespielt. Aber wir haben ja wieder unsere Befestigung, die macht 2 Schaden oder sogar 3 Schaden insgesamt und räumt dafür für uns den Gegner auf. Wunderbar. Was ich hier noch Schönes habe, Level 4 Karten, die sehr, sehr, sehr nice sind, denn sie haben Ansturm und ordentlich Schaden. Das heißt, selbst wenn mein Gegner mich jetzt auf Level 4 bringen würde, ich hätte in dem Moment auf jeden Fall gewonnen. Es sieht gerade ganz gut aus, er hat 5 Leben. Ich habe sehr viel Druck auf dem Feld, 2, 3, 1, 2. Es gibt aber Karten bei den Tanarisch, die zum Beispiel an allen Gegnern 3 Schaden machen. Dann wäre mein Feld wieder aufgeräumt. Nur der Eremit würde das einmalig überleben, denn er hat einen Drachenschild, einen Zauber, also irgendeine Schadensquelle. Einmalig wird eine Schadensquelle nämlich absorbiert sozusagen. Okay, er gibt sich wieder eine hohe Ausdauerzahl. Dagegen könnten wir aktuell nichts machen. Aber wenn ich die Leben von ihm sehe und da jetzt nichts anderes kommt für Null Spirit, haben wir das sehr wahrscheinlich gewonnen. Die aufgebrachte Wildsau hat auch Ansturm. Damit kann er mir auf jeden Fall noch jemanden töten. An seiner Stelle würde ich da den Sandspeer nehmen. Genau so hätte ich es auch gemacht. Er zieht dadurch nochmal eine Kreatur. Weil der Lebensbinder sagt, wird ein Feind zerstört, ziehst du einen zufälligen Verbündeten aus deinem Friedhof. Aber ich glaube, dass... Also er könnte jetzt noch eine Karte spielen. Ah, da ist... Oh, da war noch... Oh, das war ein guter Zug. Das war tatsächlich ein sehr guter Zug. Muss ich ihm lassen. Genau. Ändert aber nichts. Wir gucken uns nämlich auch nochmal die oberste Karte an. Und da der Typ hier einfach Ansturm hat, muss ich da gar nicht lange fackeln. Und habe auch dieses Spiel gewonnen. So, neues Spiel, neues Glück. Dieser hat es absolut schlecht. Alles Level 2. Wir gucken mal, was uns die Glücksfeder auf die Hand zaubert. Das ist schon mal eine gute Karte. Ansonsten ist das eine unglaublich schlechte Hand. Also, dieses Match wird richtig schwer für mich. Wieder gegen Tanarisch. Anderer Spieler natürlich diesmal. Und er fängt an mit dem Marevischen Streiter. Der ist schon mal blöd. Wir machen trotzdem den Klassiker, wir wollen den Grenzwall haben und ich habe halt gerade eine wirklich schlechte Hand. Also mit Beschwörungsformel, die will man natürlich nicht auf Level 1 spielen. Und wir haben zweimal das Firmchen auf der Hand, was halt richtig schlecht ist. Okay, vielleicht kriegen wir was Schöneres? Nein. Boah, ist das schlecht. Okay, aber der Nachtschatten ist jetzt erstmal im Weg, den muss er immerhin beseitigen. Das wird zwar nicht viel bringen, aber... Ich meine, wir könnten tatsächlich Karten nachziehen, aber dann spiele ich jetzt eine Beschwörungsformel tatsächlich auf diesem Level. Und zwar mit dem hier in der Combo. Und dann können wir mit dem tanzenden Zari zumindest mal ein paar Karten ziehen. 3 Karten gezogen, da sind ganz gute Karten dabei. Und dann möchten wir mit dem Firmchen auch zumindest einmal angreifen, damit hier das Drachenschild weg ist. Und wir sind natürlich jetzt wieder komplett offen. Der kann wieder mit einem einzigen Zauber mein ganzes Spielfeld abräumen, was unglaublich unglücklich wäre. Aber das müssen wir eingehen. Da er aber tatsächlich meine Kreatur getötet hat, ist nicht davon auszugehen, dass das jetzt kommt. Okay, er zieht 3 Karten. Das ist soweit in Ordnung. Das ist soweit nicht so schlimm. 3 Karten ziehen ist halt na nicht so gut, wenn ich keine so starke Hand habe. Aber genau, das Problem ist auch, er hat Spott. Das heißt, wir können nicht mal sagen, ich aktiviere mein Falschritual und ignoriere einfach, was er da machen kann. Ich muss... Spott erst angreifen, sonst komme ich da nicht dran vorbei. Und genau, würde dann aber, glaube ich, trotzdem mein Falschritual, weil ich wollte mit dem Firmchen ja noch angreifen können, würde an der Stelle trotzdem das Falschritual aktivieren, oder? Doch noch nicht. Lass mich mal kurz überlegen. Nein, tatsächlich nicht. Ich habe Angst, dass das mir zerstören könnte. Das wollen wir tatsächlich verhindern. Das brauchen wir später. Sobald er stärkere Kreaturen hat, ist das viel, viel, viel relevanter und wichtiger. Okay, Kind des Frosts. Ich kenne die Karten selbst nicht mehr so gut. Okay, pro Zauber friert Drachenschild und friert die Ziele ein. Schickt die Kreatur auf die Hand zurück. Das heißt, er hat mir den...
Hat er mir den Zari oder den... mit dem Zari den auf die Hand. Eine zufällige? Oder eine ausgewählte? Das war auf jeden Fall ein richtig guter Zug von ihm. Okay, Blutrausch bedeutet, wenn er mir eine Karte zerstört und durch einen Angriff von ihm selbst, dann wird dieser Blutrausch aktiviert. So, wir gehen jetzt erstmal hoch auf 2 Planung, ja? 2. Dann möchten wir mit dem Zug auf jeden Fall was machen. 3. Dann ist das hier 4 und wir geben uns ein Drachenschild. 4. So, dann möchten wir eigentlich, dass da jemand schweigt. 4. 4, 4, 4, 4. Aber wen bringen wir zum Schweigen? Ich glaube, dass ich tatsächlich das Kind zum Schweigen bringe, um es zu töten. Was meinst du denn? 1, 2, 3, 4, 5. Wir sind auf 5 Planungen. Dann können wir eigentlich nochmal einen Tanz an Zari spielen. 6 Planungen. Das heißt, wenn ich Glück habe, stirbt der Zauberer. Und wenn ich Pech habe, nicht. Und wir haben Glück gehabt. Wow. 4 Schaden ging tatsächlich auf den. Das ist natürlich nice. Der Verräter wird jetzt, wenn er damit eine meiner Kreaturen zerstört, ihm selbst eine Karte und mir selbst 2 Karten ziehen. Noch ist das in Ordnung. Man kann auch sterben, wenn man keine Handkarten mehr hat. Das wäre sehr, sehr miese. Das heißt, ich muss jetzt langsam auch darüber nachdenken, mit Druck Schaden zu machen. Ja, diese ganzen Kreaturen hier sind entbehrlich. Es wäre fast gut, wenn sie sterben, denn sie haben nur eine Wucht und ich möchte da jetzt im nächsten Zug auf jeden Fall mal mehr reinrennen. Wenn also der Verräter noch lebt und er meine Kreaturen nicht zerstört, dann werde ich die alle da reinschmeißen, um etwas Stärkeres zu spielen, wie zum Beispiel den Dünenhüter oder Sand... Genau, den Dünenhüter nicht, der ist Level 4, aber den Sandspeer könnte ich dann wahrscheinlich spielen, 2 Stück davon. Es wäre auf jeden Fall eine solide Menge Schaden. Okay, das war leider zu erwarten. Das war leider gut. Und damit überziehe ich mich schon. Uiuiui, da muss ich jetzt aufpassen. Das war gut. Und damit macht er mein Drachenschild weg, was genauso gut war. Und jetzt könnte er mein ganzes Feld aufräumen. Das würde mir ultimativ doll wehtun. Okay, er friert alle Feinde ein. Dann kommt jetzt die Combo mit, genau. Fügt allen Schaden in Höhe des genutzten Spirits zu. Mega die gute Combo. Und das Bananenbrot. Ach du Kacke. Okay, Level 4 haben wir erreicht. Leider ist unsere Hand einfach gerade kaputt. Also, wir dürfen keine Karten mehr ziehen. Das ist sehr ungünstig. 2 Planungen. Ich glaube, ich möchte da tatsächlich keine Karten mehr ziehen. 3 Planungen. Oh, der hat schon getriggert? Was? Okay, ja, habe ich mich irgendwie verrechnet. Gut. Dann sind wir jetzt bei 4 Planungen offiziell. Fünf. Und dann machen wir hier an dem Verräter noch Damage, denke ich. Und spielen einen Sandsturm. Und damit haben wir das Allermeiste beim Gegner zerstört. Und das Bananenbrot kommt weg, ist damit nicht mehr im Spiel. Läuft nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Es läuft nicht so gut. Ich habe Angst, dass wieder mein Feld geklärt wird. Das kann er nochmal machen, theoretisch die Kombination von vorhin. Und das würde bedeuten, dass wäre mein Ende. Ich hätte mit dem Sandspeer direkt angreifen müssen. Der hätte angreifen müssen. Da kommt die zweite Befestigung. Jetzt erst ins Spiel. Ach so. Oh, die habe ich gedacht, die wäre schon weg. Okay, wer wird das Silence? Okay, mein Hirsch. Dann, ja stimmt, ich habe keine Effekte auf dem Feld, die man silenzen kann. Was macht das hier? Schickt zufälligen Feind am Ende des Zuges wieder auf die Hand? Was? What? Okay, das war ein interessanter Zug. Ein Silence. 2. Wieso ziehe ich da immer? Eigentlich sollte ich da nicht ziehen. Eigentlich sollte ich bei dem noch nicht ziehen. Okay, wir müssen jetzt echt aufpassen. 1, 2. Ja, dann müsste der jetzt aber triggern. Und der auch. Und dann rennen wir mal rein. Ah, das läuft, er hat keine Handkarten mehr. Das ist mein großes Glück. Das ist mein einziges großes Glück, dass er nur noch eine einzelne Handkarte hat. Es könnte natürlich die sein, dass er wieder 3 Karten nachzieht, aber das ist natürlich, dann kann er mein Feld nicht so gut klären. Er kann mir einen Sandspeer töten, dann habe ich aber Level 4 und komme nochmal mit 3 Wucht. Das könnte ich wieder gewinnen. Es hat sich wieder zu meinen Gunsten gedreht. Weil ich weiß nicht, ob er 9 Schaden machen kann. Ich meine, der Typ hier hat 3 Wucht, ne? Der ist, oh, den hätte ich traden müssen. 3 Wucht.
Wenn der mich deshalb töten kann, dann war das ein sehr großer Fehler. Da habe ich nicht drauf geachtet, leider. Wir werden sehen, was da kommt. Einfach geduldig abwarten. 9 Leben ist noch relativ viel. Okay, den Trade, der war zu erwarten. Noch können wir ihn töten. Wir haben 4 Schaden. Er hat... Okay, aber der hier könnte noch... Oh. Und wir haben leider einen Bug und das Game ist gecrashed. Mal gucken, ob wir es trotzdem als Sieg verbuchen können, weil wir hätten jetzt gewonnen. Okay, wir müssen das Game leider ein als Rematch machen. Das zählt leider nicht. Schade, es war in meinem Favor. Ich weiß halt nicht, was er noch auf der Hand hatte. Er wusste es leider auch nicht mehr. Genau. Ich hoffe, ihr hört den Staubsauger im Hintergrund nicht so laut. mal schauen. Also nochmal gegen das Deck. Der hatte ganz schön... Oh, ein Lotl auch noch. Okay, der hatte ganz schön böse Tricks nämlich auf Lager. Da müssen wir jetzt aufpassen. Normalerweise würde ich ja den Grenzwall aktivieren. Das Problem ist, den zerstört er mir gleich. Ich muss den dieses Mal einfach sein lassen und abwarten. Ich muss auf das warten, was da bei ihm noch kommt. Genau, er macht mir einfach Schaden. Das ist gut, dann sind wir früher auf Level 2. Auf Level 2 können wir nämlich comboen. Wenn ich nicht Level 2 erreiche, lustigerweise könnte ich bei 5 Spirit und Level 2 natürlich... Ja genau, das werde ich im nächsten Zug machen. Den Grenzwall und das Ritual aktivieren. Das wäre natürlich nice. Ich weiß gerade nicht, warum er mit dem Lotl nicht angegriffen hat, aber... Naja. Ich gehe jetzt einfach mal komplett rein. Mal gucken, was da kommt. So, genau. Das ruhige Lotl beschwört nämlich ein aufgebrachtes Lotl. Da wir aber genug Planung haben, ist das direkt wieder weg. Und stört uns nicht weiter. Jetzt hat er aber auch 5 Spirit und damit, weil dieses Deck von ihm ist so ein Mana-basiertes Deck mit vielen Zaubern. Und damit hat er die volle Stärke quasi auf dem Feld. Ob er es auf der Hand hat, weiß ich nicht. Aber ab jetzt muss man aufpassen. Genau, er baut auch einfach seine Befestigungen auf. Klar, das ist gar nicht so schlecht. Von der Schemenspeicher gibt halt die 2 Spirit immer sofort. Oh, ich hatte gerade... Das war noch Glück für mich, weil keiner gestorben ist. Er kann aber natürlich trotzdem noch irgendwoher einen Schaden machen. Ja, kann er auf jeden Fall. Dieses Katapult wird einen von mir zerstören. 2 Verräter. Ei. Boah, die sind krass. Gut. Entweder... Also, Glück für mich wäre es, wenn das Firmchen das überlebt. Boah, 3 Verräter. Dann gehe ich Deck out, ey. Kacke. Okay. Jetzt muss ich nochmal ganz neu überlegen. Ich muss die ganzen Verräter hier wegbekommen. Gut. 2 Planung. 2. Hier könnte ich 3-4 machen, aber das geht nicht. Ich will ja den Sandsturm spielen, also die darf ich das nicht. 3 mit Drachenschild. Schwierig. Ich will nicht so viel Karten ziehen, weil sonst sterbe ich da tatsächlich dran, zu viel Karten zu ziehen. Aber ich muss sie noch spielen vorher. 2, 3, okay. Und dann geben wir uns noch Vision. Und da finden wir natürlich hier den. Den Garrick der Elend. Der ist gar nicht so schlecht. Erhält 2 Wucht oder ruft eine zufällige Kreatur. Ne, den Sandspeer nehmen wir eher. Und dann sprechen wir hier mal einen Sandsturm aus. Das ist zumindest ein bisschen was. Wir werden jetzt halt gleich... Ah, stimmt, das war ja auch noch. Okay, dann kriegen wir das Bananenbrot. Gut, dann sind die Verräter zumindest nicht so stark gebufft. Und vielleicht schaffen sie es nicht, was bei mir zu töten. Denn der Blutrausch... Ja gut, der Blutrausch würde triggern. Er könnte mir da den Nachtschatten töten. Okay, wird schwer. Wenn ich zu viel Karten ziehe, bin ich halt dood. Das ist ein interessantes Deck. Ich weiß nicht, ob es die Absicht ist, damit zu gewinnen. Aber es ist... Wenn... Dann bin ich davon sehr beeindruckt. Ah, er muss überleben, damit Blutrausch triggert, glaube ich. Oh, 3 Schaden, 2, 3. Und ich habe Glück, mein Eremit wurde nicht getroffen. Hohoho, das war pures Glück. Der Eremit, wäre der getroffen worden, wäre er nämlich verwundbar. So ist er noch nicht verwundbar. Aber er könnte mit Promorph oder dem anderen Verräter da meinen Eremiten auch noch angreifen, um mein Drachenschild wegzuhauen. Der will halt überleben. Der hat 3 Wucht. Der möchte auf jeden Fall nächste Runde angreifen und seinen Schaden machen. Wenn ich denn dazu komme. Bananenbrot. Heilt den Mörder voll. Das ist halt interessant, die Mechanik. Also. Aha, Überladung. Okay. Ja, damit ist natürlich mein Eremit auch weg. Weil er kann ja den jetzt einfach finishen. Oh, er will tatsächlich lieber meine Planung weghaben. Oh, was? Das ist natürlich interessant.
Er geht lieber dafür. Ah, okay, er hat ja noch den Schuss. Mhm. Smart, sehr smart. Ich glaube, dass ich da tatsächlich den Verräter silence. Eins. Nee, warte mal. Was hat er zerstört? Ah, okay. Unseren. Da sind wir schon bei zwei. Zwei. Dann machen wir hier. In dem Zug möchte ich, glaube ich, das machen. Drei. Lebensbinder möchte ich auf die Hand bekommen. So, dann kann nämlich jeder Verräter weg. Dann kann der Sandspeer noch. Ich glaube tatsächlich auf das Bananenbrot schießen. Das finde ich, glaube ich, gar nicht schlecht. Und da mir das hier. Oder. Wir haben auch noch zwei Spirit. Ich glaube, dass ich hier einfach meinen Sandspeer buffe. Das geht nämlich auch. Und dann machen wir die Belagerungsmaschine weg und zerstören einfach noch das Bananenbrot, oder? Ja. Ziehen das Bananenbrot zwar dadurch auch mal wieder auf die Hand. Und haben damit wieder eine sehr, sehr volle Hand. Aber irgendwie werden wir die Karten ja auch nicht los. Nächste Runde sind wir Level 4. Dann können wir auch theoretisch den Dünenhüter spielen. Dann haben wir wieder ganz viele Möglichkeiten. Genau, irgendwann seht die Karten haben ja auch hier ein grünes und ein blaues Symbol. Wir können den Nachtschatten also auch als Supporter verwenden, so wie jede andere Kreatur. Nur das Bananenbrot nicht, das ist eine Trollkarte. Aber zwei Spirit kostet das und dafür kriegt unsere Kreatur drei Ausdauer mehr, sprich drei Leben. Also drei Leben im Kampf gegen andere Kreaturen. Das kann jede Karte, die haben halt unterschiedliche Werte. Hier bezahlen wir 5, kriegen dafür 7. Na, immer die Frage, will man sie offensiv oder defensiv spielen, also als Unterstützer. Als Unterstützer hat auch den Vorteil, du ziehst dadurch eine neue Karte. In meinem Deck ist sehr viel Card Draw drin, ich brauche das eigentlich nicht so nutzen, aber genau, das ist die Möglichkeit, das so zu benutzen. Gut, entweder das Game meines Kollegen ist hier gecrashed. Nein, ist es nicht, ich war mir kurz nicht sicher. Jetzt habe ich Level 4 erreicht, ab jetzt ist eh alles egal, ich kann mein ganzes Deck jetzt spielen. Jetzt ist nur die Frage, was kommt da noch? Er kann noch Zauber und Kreaturen und er kann noch alles spielen. Okay, was ist hier? Schickt zufälligen Feind am Ende eures Zuges auf die Hand. Dann macht er noch eine Schemexplosion. Das zerstört alles außer den Sandspeer und der kommt nochmal zurück auf die Hand anscheinend. Oder? Ah, wahrscheinlich ist meine Hand zu voll. Smartes Deck von ihm. Sehr smartes Deck. Gut, dann spielen wir wieder. 2. 3, 4. Und noch irgendeine Karte, zum Beispiel er hier. 5 und ein Sandsturm. Wieso hat der noch 2 Leben? Habe ich mich da gerade verzählt? Ich habe mich anscheinend verzählt. Okay, macht nichts. Wir nehmen ihm Spirit, wir nehmen seine Kreatur, wir greifen direkt an und beenden dann unseren Zug. 4 Karten noch. Ich muss jetzt echt aufpassen, nicht mehr zu ziehen. Ich muss mich jetzt beeilen. Ich habe auch nur noch 7 Leben. Er hat auch nur noch 8 Leben. Ich habe sehr viel Druck auf dem Feld. Theoretisch sind das 7 oder theoretisch sind es 8 Schaden. Unwahrscheinlich, dass die durchkommen. Mit der Beschwörungsformel kann ich mir meinen zweiten Dünenhüter noch aus dem Deck suchen. Ich kann hier noch... Oh, duplizieren. Schon wieder so ein Mist. Dann kriege ich alles wieder auf die Hand, ey. 3, 2... Beschwörungsformel. Wucht und Ansturm. Yes! Und wir haben gewonnen. Yes, 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 yes. Der lief ja ganz gut für uns. Letztes Spiel. Keine Ahnung. Wollen wir nicht auf der Starthand haben? Wollen wir auf der Starthand haben? Wollen wir auch nicht auf der Starthand haben? Mal gucken, was dazu kommt. Das ist kacke. Das ist in Ordnung. Das ist noch besser. Das ist sogar ganz. Das ist eine moderate Hand. Wir spielen gegen ein neues Volk. Gegen die Nikrok. Das einzige Volk, was ihr deshalb heute nicht zu sehen bekommt, sind die Menschen. Nikrok funktioniert so, die machen sich selbst viel Schaden und wollen damit gewinnen. Also der hat sich jetzt erstmal 3 Schaden selbst gemacht. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Dadurch, dass jetzt so viel Pressure, so viel Druck auf dem Spielfeld ist, da kann ich, also, darf ich meinen Grenzball nicht spielen, denn der wäre instant tot. Er ist jetzt halt schon Level 2 in seinem zweiten Zug, weil er sich 3 Schaden selbst gemacht hat. Das ist natürlich, also ist strategisch sehr intelligent. Kann natürlich ein Schuss... quasi in den Ofen sein, ne? So, er kriegt jetzt, wenn er selbst am Zug ist, keinen Schaden mehr. Das nimmt alles der Wall der Gefallenen an. Das heißt, Karten, die ihm selbst Schaden machen würden, machen das natürlich jetzt nicht mehr. Okay, jetzt müssen wir uns mal überlegen. Wir wollen ja da ein bisschen wieder aufräumen, ne?
Und zwar 1, 2, 3. Na, den Eremiten. Ach doch, 4. Und Sandsturm. Okay. Leider, ich habe das Lotel vergessen. Das hätte ich erst angreifen müssen, damit es mit dem Sandsturm stirbt. Das war ein Fehler. So hätte ich nämlich dann eine Kreatur mehr bei ihm removen können. Eieieiei. Und das könnte mich viel, viel, viel kosten, denn Necrob können richtig, richtig gut spielen. Er ist Level 2. Er nimmt aber, das ist das Interessante, er kriegt da jetzt gerade keinen Schaden in seinem Zug. Also der Wall gefallen, er nimmt den Schaden. Das heißt, wenn seine Kreatur jetzt stirbt, würde ja eigentlich er als Spieler einen Schaden bekommen. Das passiert nicht. Er kann sich also nicht auf Level 3 bringen von selbst. Kann er nicht. Das machen andere Decks sonst natürlich sehr gerne. Ich zum Beispiel. Boah, der ist Bombardement, auch eine sehr krasse Karte, wie er gerade gespielt hat. 3 Schaden an allem. An allen Befestigungen, an allen Spielern, an allen Kreaturen. Sehr schöne Karte. Ich gehe hier für den direkten Schaden auf jeden Fall. Dann könnte man hier so einen Grenzwall aktivieren. Ich glaube, ich gucke mir erstmal an, was wir noch haben. Also, eine Planung. Zweite Planung. Dritte Planung. Ja, und damit hatten wir genug Planung, um da alles aufzuräumen. Sehr schön. Der Eremit ist auch noch mal ein bisschen gebufft. Das könnte ganz gut sein. Dann, vielleicht überlebt er dadurch. Muss nicht sein, aber es wäre ganz nett. Mein großes Problem ist natürlich jetzt tatsächlich, ich habe kaum noch Handkarten. Also ich kriege jetzt, habe ich richtig Probleme. Okay, ich habe leider seine Combo nicht gesehen. Ach so, Silphor. Mhm. Sehr schöne Karte. Wow. Er hat einfach mein ganzes Board geklärt. Okay, das könnte mein Ende bedeuten. Das war super stark von ihm gespielt. Super stark gespielt. Der doppelte Silphor, der macht dann, glaube ich, nämlich, wenn er ins Spiel kommt, zerstört er eine eigene Karte und macht dann aber 4 Schaden. Und er heilt sich auch noch. Boah. Okay, wie kommen wir davon jetzt wieder? Wir würden hiermit auf 1, 2... Ja, ich probiere das. Also ein Kombo-Zug können wir noch machen. Ruft eine zufällige Kreatur eures Levels. Das auf jeden Fall. Denn das ist dann das hier. Das ist dann das hier. Ich gehe hier für den direkten Damage. Ich habe leider einen Fehler gemacht. Ich hätte den Sandsturm spielen müssen. Eigentlich. Und habe vergessen, dass das ja auch 3 Spirit kostet. Und ja, jetzt kann er leider meine beiden Dünenhüter wieder zerstören. Und das ist sehr ungünstig. Das wird ein ganz, 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 ganz knappes Match auf jeden Fall. Ein super knappes Match. Er hat nämlich nur noch 3 Leben, aber er kann mir auch 6 Schaden easy machen. Ja, damit habe ich verloren, glaube ich. Denn 2 Schaden wird er mir ja wohl noch machen können, oder? Ah, er hat sich wieder um Leben geheilt. Ja, heilt 3 Leben. Stark. Das war's dann. Die Monstrosität. Herzlichen Glückwunsch. Schade. Ich hätte gerne noch das Match gewonnen, aber sehr stark gespielt. Well played. So, das Ganze sieht jetzt so aus. Es steht 3-1 in Wins und Loses bei mir. Ja, habt ihr gerade gesehen. Und jetzt spiele ich deswegen gegen jemand anderen, der auch 3-1 steht. Das Finale. Gegen den haben wir am Anfang gezockt. Das ist das Kurok-Deck. Und das war ziemlich schwierig. Ich finde sein Deck sehr, sehr stark. Deswegen mal gucken, wie das jetzt wird. Mein Problem war, ich darf ihn eigentlich nicht ins Spiel kommen lassen. Hier, ich muss hier ein bisschen, nicht zu sehr, aber ein ganz bisschen aggressiver spielen. Um ihn früh genug auf wenig Leben zu spielen, glaube ich. Ah, ich weiß nicht, ob das so gut klappen wird, aber wir werden es versuchen. Wird ein schwieriges Match. Wird auf jeden Fall ein schweres Match. Okay, gut. Wie gesagt, wir wollen so ein bisschen aggressiver sein. Wir wollen es nicht übertreiben, deswegen spiele ich jetzt nur einen Grenzjäger und nicht gleich 2. Aber ich könnte auch hier mit dem tanzenden Zari tatsächlich einfach mal Karten ziehen. Oh, dann spiele ich jetzt doch mal eine offensive Variante. Dann nehmen wir den auf die Hand und ziehen hier mal 3 Karten in diesem Zug. Ja, warum nicht? Okay. Gut, das kann er theoretisch mit einem Spell komplett clearen. Das ist in Ordnung. Davon gehe ich ja auch aus. Er macht es aber nicht.
Okay, dann gehen wir hier für die volle Breitseite und beenden den Zug. Jetzt könnt ihr es wieder clearen. Ich weiß nicht, vielleicht kostet der Zauber, der alles clearen kann, aber auch 3 Spirit. Und deshalb kam der gerade noch nicht. Ja, okay, der kostet 3. Gut. Dann haben wir damit ja schon länger gerechnet. Er hat halt vorher nicht seine Befestigung aktivieren können. Und das ist vielleicht mein Glück. Boah, sind das schlimme Karten für mich. Okay, dieser Torok macht, dass er weniger Schaden bekommt. Das müssen wir sofort unterbinden und deswegen silenzen wir die Karte. Wir haben leider keinen Sandsturm auf der Hand. Der wäre hier so wichtig an der Stelle eigentlich. Vielleicht kriegen wir ihn. Kriegen wir nicht. Okay. Dann kriegen wir den Garit der Elen immerhin. Der Elen. Keine Ahnung, wie der genau heißt. Boah, der Zug wird... Ja, wir werden jetzt richtig einen auf die Nase bekommen. Die Belagerungsmaschine ist nämlich ganz böse. Wir werden auf jeden Fall hier unsere Planung verlieren. Oder wir können das Machtwort noch nicht spielen. Okay, der Zug ist kein guter Zug für uns. Ich wollte den nicht spielen. Oh, nein. Ich habe ihn aus Versehen angeklickt. Ja, jetzt ist natürlich echt kacke. Das war jetzt... Oh Mann, den hätte ich nicht spielen wollen. Auf keinen Fall. Da hätte ich vorher eine andere Karte gespielt, dass ich zumindest was daraus mache, quasi. Der stirbt jetzt einfach und hat nichts gemacht, so. Der hätte den Gegnern immerhin noch 3 Schaden machen können. Das war jetzt sehr ärgerlich. Naja, aber er überlebt das natürlich auch nicht. Aber jetzt sind wir Level 3. Das heißt, vielleicht können wir jetzt noch ein bisschen reagieren auf den Gegner. Was interessant ist, dass er das erst am Ende macht und die Erfahrung nicht vorher haben möchte. Werden wir mal sehen, was da noch kommt. Genau, hier spiele ich ganz simpel das Machtwort, um diese Kreatur zu zerstören. Damit sind wir bei einer Planung. Aber leider nur bei einer. 2, 3, das ist schon mal besser. 4. Ab jetzt brauchen wir nicht mehr mitzählen, jetzt können wir eh alles aus dem Deck spielen. Genau, das Fürmchen, glaube ich, kann hier gerne gegen den Meistersheet traden, oder? Oder ist das gar nicht so schlimm, der Meisterschmied gerade? Ich glaube, dass ich lieber direkt einen Schaden mache. Und hier nochmal ein Drachenschild bekomme. Ich glaube, das ist besser. Er hat zwar jetzt auch noch Kreaturen, mit denen er mir Schaden machen kann, aber... Ah, da kommt der Sephiroth-Reiter, der richtig schwierig sein wird. Ein Streuschuss. Wow, krass. Er wird mein ganzes Feld clearen. Denn Rundumschlag bedeutet, dass er auch benachbarten Gegnern Schaden macht. Das heißt, er wird mein Firmchen töten, damit den Eremiten gleichzeitig töten. Boah, starker Zug von seiner Seite. Und dazu noch so ein Mammut. Genau davor habe ich die ganze Zeit Angst gehabt. Genau davor habe ich Angst. So, er muss den hier aber noch töten. Dann erreiche ich Level 4. Level 4 hätte ich sowieso erreicht. Das macht gar keinen Unterschied. Oh. Warte, haben wir noch eine Beschwörungsformel? As easy as it is. GG! Damit haben wir das Turnier gewonnen. Woo! Nice.